mit der Arbeit mit den Elementen beziehen wir uns auf die Elementelehre von Aristoteles, der die vier Elemente so dargestellt hat, dass jedes der vier zwischen zwei Qualitäten steht oder auch man kann sagen zwei Qualitäten vereint. Zum Beispiel beim Feuer ist es die Wärme und das Trockene. Das heißt, wenn wir malerisch uns mit dem jetzt beschäftigen, ist es eine Möglichkeit, dass man mit diesen Eigenschaften mehr Qualitäten auffinden kann, die man kann auch sagen, uns ermöglicht etwas die fixen Vorstellungen, wie Wasser aussieht oder wie Erde darzustellen ist, vertiefen kann, weil man mehr in die Kräfte eintauchen kann, wenn man trocken, nass und so weiter mit einbezieht. We've been just looking at this little performance together that introduces the four elements. The idea behind this is to bring closer the experience that the elements are not just something we look at, experience, but they actually are part of our whole being. Somehow the idea to meet have an experience of the elements without trying to explain it, like we're going to try and do maybe now, is, I hope, more powerful, more engaging for the students, for everybody, also for myself, than explaining or illustrating something. My first attempt of painting with the four elements, trying to paint them all in the same picture. This is the first painting of the semester. Also ich habe hier mit dem Feuer angefangen. Habe versucht, das Feuer wie direkt reinzunehmen, nicht nur im malerischen Sinn darzustellen, und habe das Papier gebrannt. Et en fait, c'est la rencontre des quatre éléments et avec Hiromi. Et donc, on cherche les qualités de ces quatre éléments pour pouvoir les peindre. Donc, on a commencé avec la matière. Donc là, on est plus dans l'air. Là, on est plus dans l'eau. Dans la terre plus compacte. Et là, dans le feu. Heute Nachmittag versuchen wir, die vier Elemente über den Körper und über die Sinne zu erleben. Thank you.
sketch goes 5 minutes and you just stay with that place and see how it changes, it transforms. Yeah? So don't just look vaguely and do, okay, now I'm doing something that looks like cloud, but look at specific moments of cloud and make sketches. And the other thing that happens automatically almost is that I start, in the beginning I'm more impressive and in the surface, and as I go on I can introduce more, what is more movement, because I realize I have to be quicker. The river is a wonderful place to study the element of water, and so we took some time to go into the observation, like Leonardo, as one of the first artists to really do that, did. We studied the movement of the water and noticed two possibilities. One is the tendency to roundness, as we see in the dewdrop or the drop of water, and the other is the pull of gravity, the way the gravity is pulling the water down to the sea. And so we have this typical meandering form that occurs through the meeting of these two forces.
Yeah, so we prepared at the river with watercolor and inks the preparation for the work that's happening now in the studio, strongly linear, strongly trying to find the movement of the current as an aspect of the painting. Jetzt in groß versuchen wir das, was wir heute Morgen am Fluss erforscht haben, umzusetzen. Ich bin auf der Suche nach dem spritzigen Wasser. You made a clear distinction, for instance, between surface quality movement and linear movement. This is, those are the tools you used. Es geht mit Stein und dann bleibt da hängen, rotieren, das sucht sie speziell. Écume, c'est un joli mot en français. Ich bin heute zum Schnuppern da gewesen, weil ich wissen wollte, wie so ein Kunststudium abläuft, weil ich vorhabe, hier zu studieren. Und dann haben wir heute einen Termin abgemacht und bin hergekommen. Also es wird auf jeden Fall alles sehr gut erklärt und man konnte sich auch gut reinfühlen und reinempfinden. Dissolve your pigment in water and paint with that onto the damp. This is like a really nice watercolor paper, actually. Yes. With all the pigment qualities. Ça c'est magnifique. C'est